Schönen guten Tag, was geht ab, was geht ab? Und ich weiß, ein Tag ohne Bennard ist kein Tag. Yes, und genau deswegen gibt's hier ein weiteres köstliches Video für euch. Ich habe eine Frage, was gibt's Besseres, als mit seinen Jungs bisschen zu cruisen im Auto? Richtig, und zwar mit den Jungs und einem Schaf cruisen im Auto. Ach, süße fucking Pudigini. Der Atze sitzt entspannt auf dem Rücksitz. Kann's schon kaum erwarten. It's alright, buddy. We're about to do some donuts. Oha, für den ist gerade Achterbahn. Aber scheint bestimmt Spaß zu machen. Auch mal die Komfortzone verlassen. Auch mal runter von der Wiese. Junge, der hat da wirklich den Spaß seines Lebens. Habt ihr eigentlich schon mal Mario ohne Mütze gesehen? Whoa, what the hell? Na, was ist das denn? Bro, wo ist deine Hairline hin? Sieht richtig Arsch aus. Bitte, setz das Ding wieder auf. Schaut mal, jeder kann eigentlich das machen, worauf er Bock hat im Leben. Aber sich in so ein Anime-Girl zu verlieben, ist echt crazy. Guy at the mall with his girlfriend. Sein Girlfriend. Das Ding ist einfach seine Freundin. Er ist verliebt in dieses Gesicht auf einem Monitor, der auf einem Bein steht. Bro, what the f***? Ey, der fährt da einfach wirklich lang mit seinen Rollern. Lil Bro denkt, der ist gerade ultra swagged out. Also das ist wirklich krass. Er isst einfach mit ihr und küsst sie danach. Junge. Oh mein Gott. Ja gut, alles klar, sie streiten. Sie streiten sich einfach in irgendeinem Shop. Wahrscheinlich, oder? Ey, der ist einfach am Argumentieren mit seinem Monitor. Über was sollten die sich nicht einer Meinung sein? Als ob das Ding irgendwie redet oder eigenständig denkt. Verrückter Typ. Verrückte Welt. Aber naja, wenn er damit glücklich ist, ne, dann ist ja alles gut. Yo, was sind das für Stäbchen? Wie kommt das auch im Restaurant, wenn du sagst, nein, nein, ich brauche keine Stäbchen, ich habe meine eigenen mitgenommen und packst dann die Barbie-Puppe aus. Und auch die Füße im Mund. Yo, was ist los bei dem? Ja, nice. Ich fand's auch gut, wie du extra die Soße draufgepackt hast und dann alles wieder runtergefallen ist beim Essen. Der Arme. Es gibt viele komische Orte auf dieser Welt und die U-Bahn-Station ist safe einer davon. Yo, what the f***? Das ist echt geisteskrank. Alter, was? Wie kann man das nicht checken? Das ist ja ekelhaft. Okay, cool. Aber wieso in der U-Bahn? Wieso ausgerechnet hier? Lass doch die Leute da in Ruhe. Die wollen nur entspannt nach Hause oder irgendwo anders hin. Die haben doch schon den ganzen Tag genug erlebt. Ja, okay, alles klar. Die haben eine Mikrowelle als Kopf. Die haben eine verdammte Mikrowelle als Kopf und unterhalten sich damit. Super. Was zum F***? Also, das war echt krank. Vor allem der Penner mit der Ratte. Verrückte Welt, ich sag's doch. Was ist das für ein Spiel? Einfach blind irgendeinem Schleim rumreichen. Cool, Mann. Ich kann mir echt nichts Besseres an einem Samstagabend mit den Jungs vorstellen. Ja, wow, jetzt schon vorbei. Komplett reingekackt. Bekommt der Bruder noch Luft? Geht's dir gut? Ich glaube, du hast verloren, Bre. Das war's für dich. Letzter Platz. Ausgeschieden. Yo, yo, yo. Chilliger Bass in deinem Auto. Ist richtig angenehm. Auch die Zuschauer im Livestream, die haben gerade safe voll nices Erlebnis.
Hallo, hallo, ja, okay. Ja, super, nice, hat mir gefallen. Vor allem der Part hier, den fand ich am besten. Nicer Stream, Bro. Cool, ich hoffe, es gibt davon mehr. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich küsse doch alle eure Augen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.